Und sofort weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 3. So, auf geht's, ab geht's. Controller spinnt wieder rum. Dankeschön. Auch Menno. So. Okay, die Gegner können wir locker besiegen. So, im folgenden Part haben wir die, den Tempel der Zeit, genau, bewältigt. Und haben sogar noch am Ende kurz beim Dorf Giza für Schlüssel gesorgt. So, und jetzt mit der Laute müssen wir Dings. Diese Tussi da aufwecken, oder diese alte Magierin. Schrein der Unei. Ja, Unei müssen wir. Noahs Laute beginnt zu spielen. Ihr Klang, der bis in die Welt der Träume reißen soll, erfüllt den Raum. Das ist ein schöner Sound gewesen. Ihr habt es vollbracht! Oh nee, ist erwacht! Kräh! Na? Ich habe gut geschlafen? Lura, auf meine Schulter sofort! Jawohl, Meisterin! Ich muss wohl meine alten Knochen wieder in Schwung bringen. Hier! Oh ne, bist du in der Traumwelt? Zu euren Diensten. Die Welt der Träume war ein guter Ort. Aber wahrscheinlich habe ich es einfach nur vergessen, wie toll die Wirklichkeit ist. Und nun zu euch. Durga hat mir in meinen Träumen von euch erzählt. Wir brauchen die Invisible, nicht wahr? Dieses feine Schiff wird euch über bestimmte Berge tragen. Wir finden sie in den alten Ruinen im Norden. Los, worauf wartet ihr? Lasst uns gehen. Was? Moment mal. Was ist, junger Mann? Ist es dir etwa peinlich, mit einer alten Weib wie mir gesehen zu werden? Nein, gar nicht. Dann hör auf zu gucken und setz dich endlich in Bewegung. Unai hat sich der Gruppe angeschlossen. Yippie. Ups, bevor ich vergesse. Hier, nehmt das. Zahn des Feuers erhalten. Okay. Woher? Ihr dürft diesen Zaun nicht verlieren. Und die zwei anderen in eurem Besitz natürlich auch nicht. Sie werden euch helfen, an den vier Statuen, die Sandro zum Schatz seines Turms aufgestellt hat, vorbeizukommen. Es gibt einen letzten Zaun, den Zaun der Erde. Um ihn zu gewinnen, müsst ihr allerdings zuerst die Invisible finden. Und jetzt sputet euch, die Zeit drängt. Okay. Jo. Wir haben nun die Unei dabei. So, jetzt müssen wir erstmal... Wo ist das denn? War es hier? Nee. Ich glaube einmal... Hier. Genau, ich glaube, wir müssen jetzt hier hin. Oh. Danke. Erstmal schön speichern. Wir wollen wieder gegen Boss kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Alte Ruine. Lasst mich das machen. Traumstände sollten jedes Material aus dieser Welt einschließlich Anamatit zerstören können. Trete zurück. Jetzt geht's los. Oh lol. Sagt die, macht den so kaputt. Alter.
vor die Megamagierin. Hm, das war ermüdend. Ich vergesse manchmal, wie alt ich bin. Na los, seht nicht so blöd rum. Die Invisible wartet auf euch. Vorwärts. So. Vor kurzem ist ein Einsturz erfolgt und das Adamantit versperrt uns den Weg tiefer in die Höhlen. Ja. Jetzt nichts mehr. Okay, was sind das für Gegner? Fresser. Mal sehen, ob die Unai auch nebenbei was macht. Hm, starker Crit auf jeden Fall. Gegen den Ingus. Guter Schaden von ihnen. So, stampfen. Wie viel Schaden macht das so? Gut. Oh ja. Sonett greift sehr gut an. Im Moment ist die Dynamik eigentlich ganz okay. Teilung. Och nö. Teilung. Och nö. Was soll das denn jetzt? Ich werde es erlegen. Hast? Oh. Dann natürlich sehr praktisch. Wow. Nice. Buchstuhl von Ingus ist gestiegen. Schön. Okay, wenn ihr mal Hass zaubert, das ist natürlich sehr geil. Hier machen wir mal kurz hier. Okay, hier gibt's nichts. Oh Gott, ey, das wird ja richtig schrecklich. Ich ruf mal Ramo. Gewitter. Ich glaube, das geht aber auch nur auf einen. Ja. Was ich schade finde. Weil ich bin es von Beschwörungen gewohnt, dass sie auf alle gehen. So. Alle nochmal angreifen. Auf keine Teilung. Ja, okay, super. Zauber ich gleich mal so ein Vita drauf. Was? Ach, wenn die mal. Ach so. Oh Gott. Jetzt verstehe ich es. Ich dachte, Teilung wäre ein Angriff, aber Teilung ist einfach, dass sie es hin und wieder teilen können. Ach je, ey, das wird ja schlimm. Jetzt kann wieder eine Teilung kommen. Ja. Bestimmt wieder Gleis. Ne. Aber jetzt bestimmt. Wenn dieses tötet. Doch, geil. Puh, Erfahrung bekommen wir auch mehr? Ne. Sieht nicht so aus. Also die Erfahrung ist sehr gering. Wo es halt so da trainiert habe allein mit Luna, da habe ich pro... Okay, zwei Eingänge. War es der richtige? Einige Händler stellen Waffen und Rüstungen aus Ruinen wie diesen und verkaufen sie ohne irgendwas noch. Ich habe das Gefühl, dass in diesen Ruinen etwas Kostbares verborgen liegt. Ja klar. Auf jeder Zeichnung und jedem Gemälde, das wir aus den Ruinen bergen, prangt ein riesiges fliegendes Schiff. Ja, was heißt das wohl, Leute? Uhu, Händler. D.
Diamantsachen, schwarze Robe, weiße Robe. Nimm mal eine schwarze Robe mit. Und hat er schon eine? Ne, Magierrobe nur, ne? Ja, schwarze Robe. Boah. Tausendmal mehr Rüstung nun. Sonst eigentlich hier liegt nichts, ne? Okay. So, was haben wir hier? Waffen. Noch ein Defender. Blutlanz. Oh. Nehmen wir mal drei Blutlanzen mit. Und noch ein Defender. Ach du Scheiße. Jetzt geht's ab. Blutschwert wird erstmal abgelegt. Oh, eine Blutlanze. Oh. Das wird ja mega OP. Windspeicher hier auch nun weg mit Blutlanze. Boah. Er bekommt noch einen zweiten Defender, ne? Blutschwert könnte er tragen, aber... Ey, komm. Sein Angriff. Alter, die Angriffe von unseren Charaktern, ne? Holy fuck. So. Übernachtung machen wir mal einmal. Ah, ich hab geschlafen wie ein Stein. So. Was können wir hier kaufen? Heilpotion, Gizarkraut. Haben wir alles, ne? Potion? Wir müssen Geld sparen, also. Das, was ich so viel gefarmt habe, das ging jetzt ganz schön schnell weg. Wow. Nicht schlecht. So. Ich will jetzt einmal mal nach oben gehen. Also hier rein. Ich glaube, hier könnte nur ein Schatz oder so sein. Ja. Reflektpanzer. Gutes Item. Ja. Denke mal, braucht gerade keiner mehr. Lunette hat es halt wegen weniger Statusveränderungen. Aber ich denke, Refia wird es noch brauchen. Obwohl, sie hat eine schöne Waffe. Mit Heilung. Ha. Schwierig. Chakra-Band. Ich glaube, da kann nur er tragen, ne? Abwehr 17. Ja. Nicht schlecht. Mal nach unten gucken. Nix. Hier ist was. Wieder ein Item. Oder? Jo. Und schwarzer Gürtel. Lass mal sehen, wegen Rüstung halt, ne? Schwarzer Gürtel. Da. Ja, drei mehr Rüstung, da kannst du aber gleich einen Diamantpanzer anziehen. Egal wäre es, wenn zum Beispiel das meine Stärke erhöhen würde oder so. Hier sind aber keine Gegner, ne? Schon ein bisschen komisch. Runenglocke, ja, war ganz okay das Item. Hat glaube ich sehr, sehr viele Stärke. Also, ich glaube 90 Angriff oder so war das. Das ist ein sehr gutes Item. Oder 80. Auf jeden Fall einen sehr hohen Wert. Feenkralle. Oder Feenkrallen. Hört sich natürlich geil an. Hört sich sehr geil an. So richtig stark. Okay. Krass, dass wir irgendwie geilere Waffen so finden beim Händler als jetzt von Truhen. Komisch. Oh, ein Gegner. Okay. Schwabbelgegner. Die Lanzen sehen sogar geil aus. Mama Terra. Ich bin mal gespannt.
Nicht auf Ark. Genau, Mama Brefia. Die kann das vertragen, glaube ich, mittlerweile. Bin mal gespannt, um wie viel sie sich heilen wird. Boah. 800er Heal. Teilung, okay. 900er Heal. Okay. Boah. Die Heilung sind übelst. Also könnte jetzt auch Ingus noch das Blutschwert geben. Da hat er, glaube ich, zu wenig Angriff, glaube ich. Wer macht eh schon weniger Schaden? Wahrscheinlich. Und ja. Das Blutschwert ist aber auch geil für ihn, weil er heilt es dann normal, ne? Nur Ark stinkt nun ab, ne? Aber ich denke, Ark wird durch die Beschwörung bald auch einen sehr heftigen Wert bekommen. Weil er hat eher sie, sag ich mal, Low-Beschwörungen. So doof es jetzt anhört. Er ist noch in der Entwicklung. Okay. Andere Gegner. Ich kann mir aber vorstellen, dass es uns vielleicht das Genick brechen wird. Diese Heilung. Ich werde es erledigen. Schön. Hast. Ich kann mir wirklich so vorstellen, dass wir irgendwann so einen Gegner haben, der so mehr untot ist. Und wenn wir uns heilen, wir dafür aber Schaden bekommen und ihn dann mit dieser Waffe heilen. Oh, ich habe was bekommen. Ein Erfolg, Monster Hatz. Also Weg zu Hatz hieß das. Also H-A-T-Z. Stufe Lunette ist gestiegen. Schön. Was auch geil wäre, wenn ich das schaffen würde, auf YouTube zu streamen. Wenn das irgendwie bald so richtig klappen würde. Okay, geht auch nicht weiter, komisch. Und ist dann, wenn ich das Game hier durch habe, auch ein LP als hochgeladen habe, ne? Dann halt so, ich sag mal, 100% machen will. Also alle Errungenschaften und so, ne? Das wäre eigentlich sehr geil. Dann könnte ich auch den Einer und Zweier weiterspielen eigentlich. Ist halt die 100%. Obwohl ich da gerne eine Steam-Version haben würde. Das finde ich schade, dass es vom Ersten und Zweiten keine Steam-Version gibt. Es würde ja sogar das Game Boy Advance reißen. Machen die es halt für 10, 5 Euro rein. Aber ich denke, die Leute würden es kaufen. Also ich bin einer, der es kaufen wird. Auf jeden Fall, wenn es kommen wird. Wow, guter Schaden. Das wäre schon sehr geil, wenn es eigentlich... Wieso können die auch Teilung? Wieso er? Ich verstehe es nicht. Was sagen wir, was sehr geil wäre, wenn ich alle Final Fantasy Games auf Steam hätte und alles 100%. Bis auf halt die Online-Teile. Das ist ja unmögliches Ding. So, dann verabschiede ich mich aber mal und sage mal Dankeschön fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Euer Nauamagi. Tschüss.